Es gibt innerhalb der WWE bereits Gerüchte, dass vielleicht Finn Balor in den Wochen nach WrestleMania bereits ins Main-Roster berufen werden soll. Sein Vertrag beinhaltet ja eine Klausel, die besagt, dass er nicht lange bei NXT bleibt, nicht lange im allgemeinen Entwicklungsbereich der WWE bleibt, sondern ziemlich schnell ins Main-Roster berufen werden soll. Das könnte damit verwirklicht werden. Triple H soll angeblich nach dem Interview mit Arnold Schwarzenegger und Michael Cole einen Special Entrance bei WrestleMania 31 erhalten, bei dem Filmszenen aus dem neuen Terminator-Film von Arnold Schwarzenegger gespielt werden sollen. Auch in den kommenden Wochen nach WrestleMania soll noch bis zur Veröffentlichung des Films im Juli dieser Film intensiv von der WWE beworben werden. Skylar Grey, Kid Ink und Travis Barker sollen bei WrestleMania 31 ein Medley ihrer WrestleMania 31 Theme Songs performen. Dies wurde offiziell von der WWE in einer Pressemitteilung verkündet. Wie ich heute schon berichtet habe, hat Brock Lesnar im Rahmen der Raw von Los Angeles in Kalifornien einen Multi-Year-Deal bei der WWE unterzeichnet und seinen alten Vertrag, der ja nach WrestleMania 31 enden sollte, verlängert. Brock Lesnar soll bis vor einigen Tagen wirklich geplant haben, seine MMA-Karriere fortzusetzen, nachdem sein WWE-Vertrag ausläuft. Allerdings sollen ihm einige Leute inklusive der Frau eines MMA-Fighters geraten haben, nicht ins Pro-Fighting zurückzukehren. Daraufhin hat die WWE Brock Lesnar ein Angebot unterbreitet, was er finanziell nicht ablehnen konnte, und so fiel ihm die Entscheidung ziemlich leicht. Der Babyface-Turn von Brock Lesnar, der ja in den vergangenen Monaten schon spekuliert wurde, soll bald seine Umsetzung finden, und zwar vielleicht sogar bei WrestleMania, indem man Paul Heyman gegen Brock Lesnar turnt und dann künftig als Sprachrohr von Roman Reigns fungieren lässt. Den WWE-Offiziellen ist bewusst, dass Roman Reigns natürlich noch Hilfe am Mikrofon benötigt, und somit könnte man ihm den vermutlich besten Manager dieser Erde an die Seite stellen mit Paul Heyman und ihn dadurch unterstützen. Das könnte einen Titelgewinn von Roman Reigns bei WrestleMania bedeuten, der dann durch die Zusammenarbeit mit Paul Heyman den WWE World Heavyweight Champion Titel gewinnen kann und im Gegenzug Brock Lesnar face geturnt wird.